Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Die Höhe einer bestimmten Pflanze wird täglich gemessen und zu Beobachtungsbeginn hat sie die Höhe H0 und sie wächst um 0,5% pro Tag bezogen auf den jeweiligen Vortag. Wir sollen nun mit Hilfe von H0 eine Formel aufstellen für die Höhe der Pflanze nach 10 Tagen. Wie wir schon aus der Angabe erkennen können, handelt es sich hierbei wieder um ein exponentielles Wachstum, also in ganz allgemeiner Form notiert f von x gleich c mal a hoch x oder besser nun hier die Wahl der Buchstaben h von t ist gleich a0 mal a hoch t. Wobei dieses H0 natürlich die Rolle des T hat und unser Wachstumsfaktor A sich aus der Angabe ergibt. Wir haben ein Wachstum um 0,5% pro Tag. Das heißt, unser Wachstumsfaktor Vorsicht lautet 1,005, das ist ja nur 0,5%. Das heißt, wollen wir nun die Formel für das H nach 10 Tagen, so müssen wir einfach nur in diese Formel, die wir jetzt haben, für t gleich 10 einsetzen. Das heißt, H ist gleich H0 mal 1,005 und nicht hoch t, sondern in unserem Fall, weil wir es nach 10 Tagen haben wollen, hoch 10. Somit ist das Beispiel fertig gelöst.